Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute präsentiere ich euch ein weiteres Spiel aus dem Hause Electronic Arts, und zwar den neuesten Harry Potter Ableger, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Das Spiel ist gerade erst erschienen und ausdrücklich mit Teil 1, weil es wohl analog oder parallel zum Kinofilm auch diesmal zwei Teile geben wird zum letzten Buch. Bei den Videoaufnahmen hier sieht man den Beginn der normalen Kampagne. Das Spiel bietet für Kinect-Besitzer einen extra Teil, zusätzliche Level, zusätzliche Herausforderungen, wo ihr halt vor eurem Kinect-Modul durch Heben und Senken der Arme irgendwie zaubern müsst. Das habe ich aber jetzt noch nicht getestet, sondern das sind ganz normale Gameplay per Pad. Wir sehen in den nächsten 12-13 Minuten ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten Gameplay und wie das Spiel beginnt. Das Spiel ist ab 12 Jahren freigegeben. Und bei aktuellen Tests schneidet das Spiel eher mittelmäßig ab. Ich würde einfach sagen, das Spiel ist speziell für eine jüngere Fangemeinde von Harry Potter gedacht. Und die werden sich bei dem Spiel auch ja, zurechtfinden oder wohlfühlen. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Gameplay. Unser Gast ist allen bekannt. Miss Charity Burbage, Bewunderin der Muggel und ihrer Verhaltensweisen. Genug, Nagini. Was gibt es Neues? Der Orden weiß nun, dass wir das Ministerium infiltriert haben. Sie werden ihn heute Abend wegbringen. Was Harry Potter anbelangt, hat es zu viele Fehler gegeben. Heute Nacht werde ich Harry Potter persönlich töten. Alle bereit? Sobald wir im Fuchsbau sind, bist du in Sicherheit. Und wenn die Todesser uns angreifen, werden sie nie wissen, wer der echte Harry ist, da wir alle aussehen wie du. Festhalten, Harry! Hier sehen wir jetzt den ersten spielbaren Abschnitt, bei dem wir auf dem fliegenden Motorrad von Hagrid Todesser abschießen oder wegzaubern müssen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man in der Harry Potter Welt dazu sagt. Auf jeden Fall, das Ganze funktioniert so ganz ordentlich, muss ich sagen. Ist aber jetzt auf der anderen Seite auch nichts, an das man sich so nächsten Monat noch erinnern wird, weil es so toll war. Es funktioniert halt, die Kamera ist manchmal ein bisschen schwerfällig. Man sieht hier so, Harry guckt sich manchmal selber an, manchmal fliegen die Todesser so auf dieser Seite von eurem Fahrer rum, dass man sie gar nicht gut anvisieren kann. Insgesamt mit dieser Fahrt durch den Tunnel, der da jetzt kommt und dann wieder rauf in den Himmel und so, ist das aber doch recht ordentlich gemacht und bietet so ein bisschen Spannung. Was jetzt gar nicht passiert ist, es wird halt nicht erklärt, was da gerade passiert oder worum es vorher ging oder warum das Ganze stattfindet. Ihr müsst quasi schon die Filme oder die Bücher kennen, um jetzt mit der Szene wahrscheinlich vertraut zu sein, denn es gibt jetzt keine Einleitung oder sowas dazu. Harry, was ist passiert? Wo sind die hin? Ich weiß es nicht. Was ist, Harry? Alles in Ordnung? Harry? Auffällig in diesem Spielabschnitt war eigentlich, dass ständig die A-Taste eingeblendet war für Sprechen. Drückt man dieselbige aber mehrmals oder hintereinander,
sagt Harry eigentlich immer nur wieder dasselbe, sowas wie, wir müssen ihnen entkommen und ähnliche Phrasen. Das sind aber nur irgendwie 3-4 Stück, das heißt, das wiederholt sich die ganze Zeit. Ich dachte eigentlich so, Mensch, da soll jetzt ein Dialog beginnen, das findet aber nicht statt. Grafisch ist das Ganze recht ordentlich gelungen, gerade für eine Spieladaption kann man sagen, sieht es doch wirklich ordentlich aus. Die Figuren wirken teilweise, wie man in späteren Szenen auch sehen kann, ein ganz klein bisschen hölzern in ihren Bewegungen. Dafür sind die Gesichter im Spiel gut getroffen und man kann auch wirklich jeden Darsteller wiedererkennen. Und das macht so ein Spiel, denke ich, auch bei der Fangemeinde aus, dass man sich in diesem Harry Potter-Universum wirklich wiederfindet. Und wenn man Spaß an den Filmen hat, ja, kann man sich vielleicht auch mit dem Spiel hier anfreuen. Wie gesagt, ich habe auch nur die erste Viertelstunde gespielt. Ein abschließendes Urteil möchte ich mir zu dem Spiel deshalb auch nicht erlauben. So, die Flugsequenz ist jetzt gleich hier beendet. Deshalb lasse ich euch erstmal wieder ein bisschen mit dem kommenden Gameplay allein und kommentiere zum Schluss nochmal etwas zur Steuerung. Harry, bist du in Ordnung? Was? Wo bin ich? Wo ist Hagrid? Was ist mit Voldemort? Alles in Ordnung, Harry. Hagrid geht es gut. Und der Orden hat den Fuchsbau mit Schutzzaubern versehen. Wir sind sicher. Fürs Erste. Ich sollte nicht hier sein. Ich bringe alle in Gefahr. Vorsichtig. Geh es lieber langsam an nach all den Strapazen. Außerdem können wir sowieso erst nach der Hochzeit hier weg. Was für eine Hochzeit? Bill und Fleur. Wir hätten es dir ja erzählt, aber du warst nun ja bewusstlos. Du solltest dich fertig machen. Du kannst nicht erwarten, dass er in dem Zustand zur Hochzeit geht. Nimm dir ruhig so lange Zeit, bis du dich wieder besser fühlst, Harry. Ron hat recht. Wenn ich nicht mal zu einer Hochzeit kann, wie soll ich dann die anderen Horcruxe finden? Dumbledore ist fort. Wir müssen sein Werk fortsetzen. Wir müssen Voldemort zerstören. Ich habe nachgedacht. Voldemort... Du weißt schon, wer hat seine Seele in Horcruxen versteckt. Und 2 wurden zerstört, richtig? Ob er wohl weiß, dass ein Teil von ihm tot ist? Das ist mir egal. Suchen wir die anderen 4 und zerstören, was übrig bleibt. Könnten wir darüber bitte später sprechen? Wir sollten Bill und Fleur nicht ihren großen Tag verderben. Der Wahnsinn scheint in der Familie zu liegen. Wer ist das? Lunas Vater, Xenophilius. Wir sollten ihn begrüßen. Er hat Harry den ganzen Sommer über unterstützt, als der Tagesprophet die Wahrheit ignoriert hat. Außerdem ist es vielleicht die letzte Chance, mit Luna zu sprechen. Es ist schon komisch, dass alle nach Hogwarts zurückkehren, nur wir nicht. Hallo, Mr. Lovegood. Ah, Sie wissen sicher, Mr. Potter, dass wir vom Klitterer Dumbledore hundertprozentig unterstützt haben und nun nach seinem Tod genauso hinter Ihnen stehen. Danke. Ist Luna auch da? Sie verweilt in diesem reizenden kleinen Garten. Was für eine herrliche Gnomenheimsuchung. Oder, um sie bei ihrem richtigen Namen zu nennen, den Gernumbli Gardensi. Sie sollten Mr. Weasley dazu beglückwünschen. Er hat sie eben gesucht. Danke. Ja, das werde ich. Ron, weißt du, wo dein Dad ist? Den 4-Punkte-Zauber. Hey, Hermine. Suchen wir Mr. Weasley.
Ein Freund von mir war mit ihr in Beaubaton. Wirklich? Mr. Weasley? Sie wollten uns sprechen? Ja, richtig. Es ist so. Es hat sich herausgestellt, dass Dumbledore euch ein paar Sachen vererbt hat. Oh, uns allen? Ja. Dir, Ron, hat er seinen Deluminator hinterlassen. Dir, Hermine, sein Exemplar von Märchen von Beedle dem Bach. Und dir, Harry, den Schnatz, den du in deinem ersten Quidditch-Spiel gefangen hast. Dann hat er dir noch das Schwert von Godric Gryffindor hinterlassen. Aber das Ministerium meint, dass es Dumbledore nicht zustand, es wegzugeben. Doch das macht nichts, da niemand weiß, wo das Schwert ist. Hat er erklärt, was wir damit anfangen sollen? Ich fürchte nicht. Warum? Bringt ihr die Sachen nicht in eure Zimmer und kommt dann wieder zur Feier? Wir haben ja eine Hochzeit zu feiern, nicht wahr? Mom hat mir oft aus Beedle dem Baden vorgelesen. Wie sollen ein paar Kindergeschichten uns helfen, die Horcruxe zu finden? Keine Ahnung. Vielleicht wollte Dumbledore uns einfach aufheitern. Ob diese Dinge Hinweise sind? Soll es vor der Hochzeit ein großes Feuerwerk geben? Das Ministerium ist gefallen! Der Zaubereiminister ist tot! Sie kommen! So, man konnte, glaube ich, ganz gut sehen, wie ich die B-Taste benutzt habe, um diesen bestimmten Zauber auszuführen, der euch dann den Weg weist. Das finde ich wiederum sehr praktisch, gerade bei jüngeren Spielern kommt da dann sicherlich kein Frust auf, wenn man stundenlang durch die Gegend läuft und nicht weiß, wo man hin muss. Ansonsten gibt es hier halt noch so Kleinigkeiten wie mit X geht man in Deckung und lehnt sich irgendwo an, LT anvisieren, RT zaubern und dann kommen hinterher wohl noch über den Y-Button kommen noch Sachen zu wie Zauber, Umhang, Umhängen oder solches. Das habe ich aber jetzt im Spiel noch nicht gesehen. Ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen und ich wünsche euch erstmal was. Haut rein! Ja,